Also, weil ich habe ja wirklich mit Riesling keinerlei Erfahrung. Ich weiß eigentlich weiß ich gar nichts. Das ist schon eine Riesenherausforderung für mich, zu sagen, nö, ich bin jetzt eine Frau und ich mache das jetzt weiter. Nein, die Chance, dass ich derjenige bin, der mit seinem Wein durchfällt, ist am höchsten. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es ein Erfolg wird. Der Wein für Wein weiblich, der kann ja auch ein bisschen freakig sein, sage ich mal. Der darf auch ein bisschen rausstechen. In dem Moment für das Projekt jetzt so ein neues, altes Weinbergsfleckchen in einer fantastischen Lage, in dem Setting zu bekommen, ist, das kann man nicht planen, das geht nicht. Der kommt dann einfach so. Ich verlasse mich schon 60% auf mein Gefühl und 40% ist Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass der Weinberg jetzt irgendwie auch Bock auf uns hat. Also insofern wird das wird cool. Das wird geil. Ich habe Bock drauf. Ich möchte jetzt unbedingt hier mal was reißen und möchte dem Papa zeigen, dass ich auch alleine was schaffe. Ja, ich lasse mich da jetzt drauf ein und ich freue mich drauf. Dass da jeder wird ihre eigene Geschichte erzählen mit dem Wein. Ich glaube, das können Frauen vielleicht sogar ganz gut.